Einer der ganz Großen. Jetzt Gianni Govoni mit Loro Biana Aviana. 13-jährige Stute aus den Niederlanden. Gianni Govoni hier mit Heimvorteil in Verona. Und gerade die Reiter aus Italien wollen ja natürlich zu Hause vor eigenem Publikum eine Superleistung abliefern. Wir schauen, ob es klappt, und gucken währenddessen uns ein bisschen den Kurs an, der sehr einfach anfängt. 1,40 ein Steilsprung, also das ist richtig einladend gebaut, und auch der nachfolgende Ochse 1,45 mal 1,50 ist keine Schwierigkeit. Danach, nach dem Ochser, der jetzt kommt, geht es rechts herum auf Hindernis 3, 1,50 ein Steilsprung, und dann kommt schon ein bisschen eine Klippe auf 19,50 Meter Distanz. Das sind entweder 4 weit oder 5 Galoppsprünge eng. Dann die zweifache Kombination hier, die eher weit bis normal steht. Dann gleich aus der Wendung schnell kommen die Hindernisse. Hindernis 5 und ein Ochser, also schön in der Abwechslung. Und dann direkt aus der Wendung heraus, ziemlich dicht an der Bande. Hindernis 7, der Steilsprung, 1,50 hoch. Auch das ein Riesending. Das überbaute Wasser. Und dann die Trippelbare. Hindernis 10, 1,75 tief. Dann 4 Galoppsprünge auf die dreifache Kombination. Steil, steil, Ochser. Und hinten raus der Ochse 1,48 mal 50. Das ist die dreifache Kombination, die eigentlich von den Abmessungen der Galoppsprünge keine Schwierigkeiten machen dürfte. Aber ziemlich spät am Kurs, da sind die Pferde natürlich schon ein bisschen geschwächt. Und jetzt noch das letzte Hindernis, diese luftige Mauer, die ganz leicht fallen kann. Aber nichts ist passiert. Super gemacht. Gianni Govoni und Avinia. 0 Punkte. Die erste Nullrunde natürlich Italien aus dem Häuschen. Dass der Mann aus dem eigenen Land hier die erste Nullrunde in Verona beim Weltcup-Springen abliefert.